dass auf ihm allzeit der Fluch ewiger Verfolgung liegt, denn stets scheint ein Pfeil auf seinen Rücken gerichtet, eine Schlinge für ihn ausgelegt, und dies in einem Lande, das kein Entkommen und kein Verstecken kennt. Ewiges Eis herrscht hier, denn es ist jener Teil chaotischer, elementarer Macht, den Nagrach Vitakan abgetrotzt hat. Strahlende weiße Helligkeit schmerzt die Augen und lässt sie erblinden. Kälte kriecht in Gebein und Herz, wo selbige die Knochen lähmt und das Herz verhärmen lässt. Hagelschlag zerschmettert den Sphärenwanderer. Seine Überreste finden sich allerorten als groteske Säule heulenden Eises, über die der Firnwind streicht. In der Mitte der Domäne erhebt sich eine Feste wie ein großer Kristall, und in ihr hausen der eisige Jäger, sein Hofstaat und seine Meute. Der gehörnte Umdurel ist sein Jagdmeister, Herr Schnatterm sein Ross, die Ususurel und die Kamandi oder Höllenhunde sind seine Treiber und Hetzer. Es schneit. Der Regen der Tage hat euch aufs Gemüt geschlagen, doch nun schneit es von oben herab. Wir schreiben Mitte Effert. Der Herbst sollte lange Zeit noch den Winter zurückhalten, doch nun ist die wilde Jagd ausgerufen. Ronga, der Schlechter der Schracker Crew, hat euch ein Lager gesucht, was den Elementen zu trotzen weiß, doch raus könnt ihr nicht. Die Mordbrenner suchen nach euren Spuren. Blutig und angeschlagen ist es einzig einem Wunder von Firun zu verdanken, dass euch die Belshira-Spaktiererin Nagrasha noch nicht aufgespürt hat. Wenn Satinaf oder Kungasula mit euch sind, dann habt ihr noch ein paar Stunden Zeit zur Regeneration. Erschöpft sinkt ihr am Lagerfeuer auf die Steine und zittert etwas vor Erschöpfung. Ihr habt verloren. Ihr wurdet besiegt. Doch tot seid ihr noch nicht. Und so beginnen wir Mitte Effort 1031 nach Bosbarans Fall, tief im Krallenforst, das Gebiet der Kriegsfürstin von Drachenmeisterin Varena. Was machen wir jetzt, Meister Kasim? Wir sind hier sicher eine Weile sicher, aber wir schaffen es nicht, vor ihnen zu fliehen. Nicht auf Dauer, das ist nicht möglich. Wir müssen uns jetzt zumindest für einen kurzen Moment konzentrieren und überlegen, wie wir das anstellen. Ja, ihr könnt sehen, Kasim hat sich auf seinen Stab abgestützt. Das linke Bein wird nachgezogen und es steckt immer noch ein Pfeil drin, der vermutlich sauber den Oberschenkelknochen gespalten hat. Du solltest draufspucken, das macht's besser. Ich weiß nicht, ob das bei diesen Pfeilen hilft. Hier, Schamane Richt, trink mal etwas Schnappes. Kasim guckt auf den Becher, guckt auf Goggelmoggel. Ihre großen, feuerroten Augen funkeln dich an. Er denkt einen kurzen Moment nach, dann nimmt er den Schnapsbecher und ja, kippt den runter. Jam, jam, jam. Bruder, Schwester Kasim, wir müssen erstmal deinen Pfeil entfernen aus deiner Wunde. Ja, das wäre nicht schlecht. Na, ich weiß, wie man sowas macht. Soll ich mich darum kümmern? Er schaut dich mit der hochgezogenen Augenbraue an. Weißt du auch, wie das bei Menschen geht? Natürlich, ich bin doch Menschologe. Und dabei rollt Groggel mit den Augen. Herr Kasim guckt sich mal in der Umgebung oder den Anwesenden um. Vermutlich sieht niemand aus, als würde er das wirklich besser können. Und dann hockt er sich auf einen Stein, sodass er das Bein nicht belastet, und nickt Groggel zu. Moment. Perjin holt einen Bolzen raus. Hier, Meister Kasim, beiß da drauf. Danke. Ich würde dir den Bolzen geben, um dass du drauf beißen kannst. Goggelmoggel, hast du noch mal ein bisschen Schnappes? Natürlich, hier ist ein Becherchen. Danke. Ja, und dann kippt er den Schnappes über die Wunde und macht sich daran,
das, den Pfeil halt rauszuholen. Ja, du kannst sehen, wie Kasim, dass ich den Bolzen, also den Holzteil zwischen die Zähne gesteckt hat, die Augen geschlossen hat und einmal tief einatmet, kurz bevor, also wenn du da anfängst, dran rumzuwerken. Schauen wir mal, ob es klappt. Pass auf, dass nichts davon in der Wunde zurückbleibt. Das sieht unnatürlich aus. Was hast du für eine Wunde? Eine dreifache Beinwunde. Ah, das ist eine 12er Erschwernis oder eine 9er. Sekunde, ich schau nach. Auf jeden Fall nicht geschafft. Es hat nicht funktioniert. Du würfelst auf 8, 8, 5, 10. Oh Gott. Aber eigentlich machst du ja zwei Heilkunde-Wundenproben. Einmal, um die Wunde zu begutachten und einmal rauszuziehen. Aber du hast ja schon gesagt, du ziehst sie raus. Ja. Ist die entscheidende Frage, was für Pfeile sind das? Haben die Widerhaken? Also verwenden die die Ogerfänger-Regeln? Nee, also in dem Fall wohl nicht. Sie hat einfach einen Pfeil aufgelegt, hat jetzt nicht damit gerechnet. Hat einfach in den Köcher gegriffen und das war ein ganz normaler Pfeil ohne Widerhaken. Okay. Könnte ich eventuell bei dem Herausziehen des Pfeiles assistieren, indem ich mein Holzbearbeitungswissen anwende? Dein Holzbearbeitungswissen wegen dem Pfeil, meinst du? Damit man den gut raus... Oder Bogenbau könnte ich auch anbieten. Bogenbau, ja. Oder Feuersteinbearbeitung. Das würde auch eine Möglichkeit sein. Habe ich beides. Welches willst du lieber? Kannst du mir beides geben. Okay, dann erstmal Bogenbau. Und Feuersteinbearbeitung. Das ist beides misslungen. Boah. Darf ich anmerken, dass ich bei dem 1W6 für misslungene Wundheilungsproben selbst bei der 1 wieder auf 0 Lebenspunkte bin? Ja, wird tatsächlich Zeit, dass du dich ausruhst. Also der Schnaps hat geholfen. So ein letztes feuriges Glimm und Glühen, was dich da wohl noch am Leben hält, aber den kannst du dir auf alle Fälle von der Regeneration wieder streichen. Okay. Können wir uns hinterher angucken. Guck, Goggle Moggle, so macht man das. Da muss man den Pfeil drehen und flupp ist er draußen. Oh, was ist denn noch da drin? Guck mal, da ist ja noch was drin. Was ist das denn? Ich würde Spitze. Auch mal gucken. War der Pfeil vergiftet? Ich würde das gerne halt testen. Heilkunde Gift? Er glitzert nur von Blut, nicht aber von verstocktem Blut oder von irgendwie klebrigem Harzresten oder irgendwelchen Pflanzensekreten. Also das ist nur Blut. Und ein paar Haare von Goggle Moggle. Gute Schwester Kasimir hat Glück. Der Pfeil war nicht vergiftet. Ich weiß noch nicht, ob das Glück ist. Wir müssen auf der einen Seite ist das der sicherste Ort, den es hier gibt. Auf der anderen Seite müssen wir auf jeden Fall hier weg, denn sobald wir an einem Ort bleiben, für zu lange Zeit, wird sie uns finden. Da müssen wir Fallen bauen. Also, Kasim, ohne mich selber zu loben, aber dieser Ort ist wie von Firon geschaffen. Der wird uns einige Stunden vor ihnen in Deckung halten, wenn wir in Acht bleiben. Und, Also, ich würde sagen, ihr geht schlafen und Goggle Moggle und ich gehen Fallen buddeln. Ich würde euch auch helfen. Ich will auch noch kochen. Ich würde auf jeden Fall helfen, da ich zum Glück nichts abbekommen habe. Aber Magier macht dich nichts draus. Wenn du stirbst, dann essen wir dich einfach, dann werden wir auch Magier. Dann sind wir Schamanerix. Du lebst in uns fort. Genau, dann kommst du in die große Sule und wirst irgendwann als Goblin wiedergeboren. Das glaube ich nicht, aber es wäre auf jeden Fall, das würde euch vermutlich ein paar Tage bringen. Man schaut zu Ronga, er doch etwas athletischer ist, vielleicht auch nur einen Tag, mit so einem Blick an sich herunter. Wir müssen dafür sorgen, dass sie
Naja, wir müssen dafür sorgen, dass wenn sie kommen, dass sie so viel Schaden wie möglich erleiden werden. Und der zweite wichtige Punkt ist, wenn sie kommen, dürfen wir nicht mehr hier sein. Also, wir müssen hier wieder weg. Ja, ich kann Löcher buddeln und Goggelmoggel kann da Speere reinsetzen. Schamanericht, du hast völlig recht. Wir sind eigentlich Expertin im Kaputtmachen. Ich könnte euch auch noch helfen, indem ich die Speere für euch baue. Ja, mach mal. Ja, komm mal mit. Wir drei gehen jetzt mal raus und gucken, wo wir die Fallen hinmachen. Hm? Und alle, die Aua haben, machen ein Schlafi-Schlafi. Mhm. Oh, wir haben doch noch hier Essen auf dem Wagen, oder? Oh, wir haben noch Wegkäse. Ja, dann gib den mal Wegkäse, dann geht's denen besser. Den habe ich extra in meiner Hosentasche verwahrt, bitteschön. Lass doch ein wenig von deinem Schnaps hier. Wenn, ja, ich dann lass den will Schnaps ich besoffen hier. Drauf sterben. Komm, Groggy. Komm, ja, wir gehen Löcher buddeln. Hast du Schaufeln? Nein. Habt ihr eine? Ich habe ein Becher. Ja, ich habe auch einen Becher. Wenn die Goblins und der Maraskaner sich nach draußen begeben, schaut Kasim zu Ronga, der auch zumindest leicht verletzt ist. Ronga, wir müssen uns überlegen, wo wir hingehen. Das ist der wahrscheinlich mit Abstand sicherste Ort. Aber den werden sie vermutlich finden. Frosty, kann ich dir mit einer Magiekunde-Spezialisierung Dämonologie versuchen einzuschätzen, was so eine Nagra-Paktiererin eventuell könnte? Götter und Kulte, Spezialisierung Paktierer. Spezialisierung Paktierer habe ich nicht. Du möchtest wissen, Schluss mit Belschirasch. Du möchtest wissen, was die können, was die nicht können? Ja, das ist so das Ding. Also, Kasim denkt darüber nach, mit was sie jetzt rechnen müssten. Ja. Dämonen immer. Du weißt aber nicht, welche Dämonen Belschirasch Domäne entspringen und wie chaotisch die Niederhöllen wirklich sind. Dann hast du schon von einem befreundeten Eiselementarist gehört, der gegen das schwarze Eis gezogen ist und nicht wiederkam, weil wohl einer seiner Djinne ihm abspenstig gemacht worden sind. Das kommt für dich mit deinen entkräfteten astralen Fäden sowieso nicht mehr in Frage, aber der kam nicht wieder und wahrscheinlich sind die Djinne dann eben ihm abspenstig gemacht worden. Denn ansonsten würde man ihn nie kriegen. Was darüber hinaus alles so ein Belschirasch-Paktierer kann, obliegt dann wohl dem freien Schütz, aber das Buch ist verboten. Okay, gut, damit kann ich leben. Ja, wir müssen auf jeden Fall damit rechnen, dass ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was die können. Er verzieht so ein bisschen das Gesicht dabei. Aber ich denke, Ronga, glaubst du, wir schaffen es, einen Haken zu schlagen und ihn in den Rücken zu fallen? Ich weiß nicht, Kasim, dass wenn wir wirklich fliehen wollen würden, dann müssten wir jetzt los und unseren Vorteil, unseren Vorsprung nutzen. Das wirst du deinem Zustand nicht schaffen. Ich denke, unsere beste Möglichkeit ist es, das zu überleben, indem wir guten Platz nutzen. Er ist außerordentlich gut zu verteidigen. Aber wenn wir hier drin sind, dann werden die uns hier rausholen. Dann werden die ein Feuer vor dem Eingang anzünden. Die Luft hier drin wird verbraucht werden und wir werden ersticken. So ist es. Wie viele hast du gezählt, Kasim? Wir haben zwei von ihnen, oder waren es drei, die wir besiegt haben. Ich weiß nicht, ob sie tot sind, aber zumindest sind sie verletzt. Wohl nicht fähig, uns hinterherzukommen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber irgendwas zwischen 7 und 12 Leuten, damit müssen wir, glaube ich, rechnen. Das schaffen wir nicht.
selbst wenn wir sie alle in der Engstelle am Anfang zusammentreiben und ich sie dann mit meiner letzten verbliebenen Sternenkraft quasi rauswehe. Und selbst wenn 5 dabei sich irgendwie übel was brechen. Ich habe draußen ein paar Positionen gesehen. Ein guter Fallensteller könnte dort einige Gruben graben oder zumindest 1-2 von ihnen aufhalten. Es ist ja nicht so, dass die Goblins und der Maraskaner genau das tun. Und nach allem, was ich gehört habe, ist es für beide quasi Heimvorteil, mit Fallen zu kämpfen. Ich habe nur eben diese Idee und schlag sie mir jetzt im Kopf, wenn es ein der Fieberwahn ist. Was ist, wenn wir sie hier mit Fallen ablenken, hier drinnen ein Feuer anlassen, hierher locken, um selbst schon weitergezogen zu sein? Und zwar weitergezogen, in dem Fall wieder zurückgezogen, in die Mine. Du meinst, wir sollen uns in der Mine verstecken? Nein, nicht verstecken. Überall, wo man uns aushungern kann, haben wir verloren. Du hast recht. Das muss uns klar sein. Aber wenn wir in der Mine sind, können wir... Aus der Mine heraus haben wir eine Möglichkeit, in zur Mine zu kommen. Also ins Dorf. Zur Befestigung. Den Tunnel gibt es noch. Du hast recht, Kasim. Wir könnten von dort aus... Dann sind wir selber in der Befestigung und können diese nutzen. Zu unserem Vorteil. Ich gehe davon aus, dass 2, 3, vielleicht 4... meiner Rumpfmannschaft dort gelassen werden. Aber ich weiß nicht, ob wir noch wirklich eine Offensive führen können. 2 oder 3 Männer. Ich denke, die beiden Goblins, die ja durchaus im Fernkampf bewandert sind, und du, ihr werdet es schaffen. Im Zweifel 1 oder 2 kann ich vielleicht noch umwehen oder sie kurzzeitig blenden. 1 höchstens. Umwehen ist halt besser, das ist, naja, dann ist mal kosteneffizienter. Das kann ich einmal machen. Und im absoluten Notfall kann ich es nochmal machen. Allerdings ist das dann so die letzte Reserve, die eiserne Reserve im Stab. Aber das ist genau eigentlich die Situation, für die ich so etwas benutze. Wenn wir es schaffen, die Rumpfmannschaft von, sind wir pessimistisch, 4 Personen umzuhauen. 4 Personen. 4 sollte machbar 4, sein. 4 von den Mordbrennern, genau. Stell dir vor, wir gehen ein wenig heimlich vor. Du enthauptest einen direkt aus dem Hinterhalt. Der andere, ein weiterer wird von den Goblins mit Bogen und Wurfspeer erledigt. Und ehe sie sich versehen haben, sind sie erledigt. Und wenn wir dort sind, ich meine, wie viele Leute sind dort? Ein Mann mit einer Spitzhacke mag kein gefährlicher Gegner sein, nicht für einen Mordbrenner oder einen Paktierer. Aber 50 Männer mit Spitzhacken können wirklich gefährlich sein. Die Menge. Das sind Minenarbeiter. Die haben Oberarme wie Bäume. Sie können sicher kräftig eine Spitzhacke führen. Und sie werden sicher auch was gegen die Mordbrenner haben. Aber bisher habe ich hier niemanden aus diesem einen Holzfäller gesehen, der den Goblin getreten hat. Wenn wir den auftreiben können, der ist auf jeden Fall geländekundig. Der würde uns vermutlich helfen können. Ich weiß noch nicht, ob der hier rumläuft. Und ich bin ehrlich, wenn ich nicht vom ersten Moskitostich wieder umfallen will, muss ich jetzt schlafen. Du hast recht, Kasim. Sind völlig erschöpft. Ich werde auch noch ein paar Stunden versuchen zu schlafen und hoffen, dass es morgen meiner Wunde wieder geht und sie mich nicht einschränkt. Ja, gut.
Also gut, bevor wir uns ansehen, was die Goblins machen, gehen wir mal zu eurem eigenen Schlafplatz. Ritter Zidon hat sich bereits hingelegt. Ihr selbst dürft noch einmal eine Wildnislebenprobe für euren individuellen Schlafplatz machen. Schauen wir mal, ob ihr dort noch einige Modifikatoren bekommt oder nicht. In der Höhle zählt waldkundig und Spezialisierung Wald nicht, oder? Doch, weil die Höhle in einem Wald ist und... Es ist ein versteckter Lagerplatz im Wald. Es ist Winter und es schneit. Kriegt die den Bonus für eiskundig? Ja, okay, den gebe ich dir. Aber nur, weil es schwarzes Eis ist. So, Wildnisleben. Das ist minus 3, ne? Ich hatte gesagt, irgendwie Tundra, Hochgebirge, irgendwas dazwischen. Geländekunde ist eine minus 3. Weißt du was? Ich schmeiß einfach. Einfach mal eine Probe reinwürfeln, da kann man immer noch gucken. 6 könnte ich ausgleichen. Ronga kriegt auf alle Fälle nochmal eine plus 1 und. Och, doch, komm. Geb ich dir auch, passt. Dann schauen wir uns mal die Modifikatoren an. Du hast eine Heilkunde Wunden bekommen, die hätte deine Regeneration verbessern können. Tut sie so nicht, sondern sie gibt dir auch noch Schaden. Aber die Regeneration von dir hat schon begonnen. Du hast den Schnaps getrunken von Goggelmoggel, korrekt? Jawohl. Der war meisterlich gelungen mit 21 Sternchen. Da gebe ich dir eine plus 3 für die Regeneration und für den individuellen Schlafplatz nochmal die plus 1. Dann bist du bei 1W6 plus 4. Genau, und davon, das würfel ich jetzt und dann ziehen wir quasi 1W6 wieder ab. Genau, so machen wir das. Tja. Wenn du jetzt eine 1 würfelst und danach eine 6, hast du ein großes Problem. Ja, dann. Aber, ey, krieg ich nochmal einen Punkt, weil ich meine Konstitutionsprobe gekrittet habe? Ja, den gebe ich dir auch. So, dann habe ich quasi plus 5. Dann machen wir jetzt zuerst mal Lebenspunkte. Astralpunkte sind dahingehend nicht so wichtig. Genau, also Lebenspunkte plus 5. Das sind 7. Dann kannst du auf alle Fälle schon mal nicht mehr ins Nirvana rutschen durch den rausgedrehten Bolzen. So, und dann jetzt der Schaden von der verkackten HKW. Ja. Das ist nicht gut, aber... Und dann kannst du noch deine Astralpunkte würfeln. Und Ronga, wie viele Lebenspunkte hast du noch? Ich habe 14 Lebenspunkte. 14. Hast du Wunden? Ja, ich habe eine Brustwunde. Eine Brustwunde, ja. Gut, dann kannst auch du deine Regeneration würfeln. So, ich würfel plus 5. Keine, okay, das war's. Ich dachte eben, das wäre die Konstitutionsprobe von Ronga gewesen. Ne, das war meine Intuition für die ASP. Genau. Gut. Soll ich mir dann konsequent einen abziehen dafür für den Patzer? Nö. Okay. War nicht geschafft. So, gut, kriege ich 10 dazu, damit ist die Wunde auch zu. Ja, 13 ASP. Machen wir weiter bei Goggel, Moggel, Groggel und Pergin. Und den beiden Schweinen. Die habt ihr mitgenommen zum Buddeln. Also. Warte. Goggel, guck mal, hier. Es scheppert einmal richtig laut und Goggelmoggel zieht dann aus ihrem Streitwagen eine verbogene Schaufel mit einem halb gesplitterten Griff hervor. Willst du nicht deinen Wagen lieber in der Höhle lassen? Ja, aber ich wollte keine Schaufel tragen. Gut, wir könnten auch gucken, ob es hier Freunde in der Nähe gibt. Das könnten wir. Vielleicht würden wir ja den Holzfäller wieder treffen. Nein, der ist doof. Der hat mich getreten. Ich meine eher so Freunde wie uns. So richtige Freunde, auch nicht so doofe Tret-Dovis. Ja, ihr müsstet ja am besten wissen, ob ihr hier lang gekommen seid. Zumindest Freunde von euch. Ich werde mal schnuppern. Und Groggelmoggel, gib mir mal die Schaufel. Ich glaube, ich kann ein bisschen tiefer buddeln als ihr. Das ist Groggel, ich bin Goggelmoggel. Es gibt keinen Groggelmoggel. Entschuldigung, Goggelmoggel. Da. Danke. Derweil schnuppere ich einmal, ob es Goblins in der Nähe gibt. Seit längerer Zeit wohl nicht mehr. Also, die gab es vielleicht mal, wenn nicht in großer Zahl, irgendein kleiner Spätrupp, aber seit längerer Zeit hier nicht mehr.
Uiuiui, ui. Ja, ich habe schlechte Neuigkeiten, Groggel. Hier ist gerade keiner. Na, verdammt. Die waren weg. Und die sind auch schon länger weg. Die haben nicht mal mehr Essen hier verlassen. Oh, ist aber schade. Das wäre doch jetzt ganz gut gereift. Oh ja, richtig würzig. Was meint ihr? Wo wollen wir denn die Fallen hinbauen? An Engstellen. Genau, an Engstellen. Und wir sollten immer eine auffällige Falle machen, damit die denken, ah, guck mal, die sind doof, die können keine Fallen bauen und dann daneben fiese Fallen. Das ist eine sehr gute Idee von dir. Dann zeig mir mal, wo ich buddeln soll. Also, ich würde erstmal das Gelände hier erkunden. Bleibt ihr mal hier. Ich schick mal Ronna wieder zurück. Ronna, geh in die Höhle. Ja, ich würde mal das Gelände entsprechend irgendwie untersuchen wollen, entsprechende Engstellen und so weiter, die man halt hier finden kann. Ja, also während der Lagersuche, mittlerweile ist es ja finstere Nacht, also irgendwann wird wohl sicherlich die Sonne wieder aufgehen, der Regen hat sich zurückgezogen und mittlerweile schneit es wohl auch so die ein oder andere schwarze Flocke, die so ein bisschen mit ein paar Blitzen auf deinem roten Fell dann sich auflöst zu schwarzem Wasser und es knistert immer so ein bisschen, tut ein bisschen weh, würdest du sagen. Aber du kannst dir das Gelände auch schon bei der Ankunft angeguckt haben und ist tatsächlich gut zu verteidigen, da hat Runga ganze Arbeit geleistet. Es gibt verschiedene Engstellen, die du benutzen kannst, auch zwei, die direkt vor dem Lager liegen. Ja, warte, ich muss mal immer auf Neugier würfeln. Ha, okay, ich versuche nicht so eine Schneeflocke zu essen. Am besten auch sowas wie eine Selbstbeherrschung erschwert um Neugier, das sind immer die besseren Proben. Ah, okay, dann machen wir das so. Die sieht, die stinkt. Na, ich will da nicht reinbeißen. Das sieht komisch aus.